Alter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Video. In diesem Video wollte ich mal ein Produktreview machen. Und zwar geht es da um den Fuji Hookkeeper oder Hakenhalter. Den habe ich mir mal besorgt, weil ja, ich meine Rutenringe mal schonen will. Und meine Rute hatte auch wie viele andere keinen eigenständigen Hookkeeper. Deswegen habe ich mir hier so eine externe Variante mal angeschafft. Und ja, wollte die mal mit euch gemeinsam anbauen und ja, testen. Also das ist das gute Stück. So Gummiringe, hier ist der Hakenhalter. Und mit den Gummiringen macht man das dann an seinem Rutenblank fest. Und das werde ich jetzt gleich mal machen und mal testen, ob das auch solide hält und nicht gleich einem um die Ohren fliegt. So, jetzt habe ich die Sachen mal ausgepackt. Also hier haben wir einmal den Hookkeeper, da wo der Haken dann auch entsprechend reingepackt wird. Und zwei Gummiringe, mit denen man dann je nach Dicke des Blanks ja, den Hookkeeper dann an seinem Blank festmachen kann. Das werde ich jetzt mal machen und schauen, ob das ganz gut funktioniert. Den gibt es übrigens auch in unterschiedlichen Farben. Ups, in Schwarz, Gold, Lila, Blau und so weiter und so fort. Ich habe aber hier auch passend zu meinem Blank einen schwarzen Hookkeeper genommen. So, jetzt probiere ich das Ganze mal. Ich glaube, das Ganze, wenn man das jetzt so hat, wenn man den Blank jetzt so hat, dann kommt der hier irgendwo unten ran, denke ich mal. So. Okay. Ich werde ihn jetzt erstmal versuchen, da ran zu montieren und dann kann man ihn wahrscheinlich auch nochmal entsprechend ja, genauer positionieren, wenn man ihn drauf hat. So. Okay. Ja genau, man kann ihn jetzt nämlich auch nochmal ja, hoch und runter schieben, ein bisschen. Also ich habe ihn jetzt drauf. So, ist relativ einfach. So, und ich denke, dass hier in diese Rille, da wird dann gleich der Haken reingehängt. Und dann kann man das hier noch umklappen. So legt sich der Hakenhalter auch ein bisschen näher an den Blank und stört nicht so sehr. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Super schnell montiert. Und ja, einfach zu handhaben, würde ich sagen. Jetzt kommt nur noch der, sag ich mal, der Live-Test. Und ja, langzeittechnisch kann ich euch natürlich noch nichts sagen, wie lange das Ding hält oder ob das überhaupt hält, ob das was taugt oder nicht. Das wird man dann über die Wochen oder Monate natürlich erstmal rausfinden müssen. Aber bisher macht es für mich einen relativ guten Eindruck. Wie gesagt, es ist auch hier so eine externe Geschichte, die man hier montiert, um seine Rutenringe auf jeden Fall ein bisschen zu schützen. Ne? Gut, das war's auch schon. Also auf jeden Fall bisher macht das Ganze einen guten Eindruck und für Leute, die halt auch das Problem haben, eine Rute zu besitzen, die keine Hakenöse haben, oder kein Hakenhalter, kann ich das Ding auf jeden Fall empfehlen. Es kostet, glaube ich, 6-7 Euro. Das war für mich der Versuch wert, weil so ein Rutenring ist, glaube ich, wesentlich teurer als 5 Euro hier oder 6 Euro für so einen Hakenhalter. Und ja, dann hoffe ich doch, dass wir uns bald am Wasser sehen und ich euch das Ding mal live und in Farbe präsentieren kann mit eingehaktem Köder. So, jetzt habe ich das Ding mal hier am Wasser und ich muss sagen, das war echt eine Top-Investition, gerade so als Barschangler, wo du viel die Spots wechseln musst und hin und her und da mal 10 Minuten, hier mal 10 Minuten Köder baden, beziehungsweise auch mal länger, je nachdem. Aber
Es hat sich heute schon bewährt. Ich habe das ja direkt dran gemacht. Und ja, also einfach Köder reinhängen, wenn man Spot wechselt und weiter geht's. Ne? Und man schont seine Rutenringe dabei, was ja schon mal ein Riesenvorteil ist. Optisch finde ich das Teil jetzt auch überhaupt nicht störend. Also auch gerade wenn man es dann einklappt, verschwindet das quasi und man hält die Rute ja dann auch so. Und beim Angeln sieht man das Ganze auch dann nicht wirklich. Also für die 6 Euro echt eine Top-Investition. Also wer das gleiche Problem hat, dass er keine Hakenöse integriert an der Rute dran hat, der sollte sich das Ding auf jeden Fall kaufen. Und natürlich, wer auch seine Rutenringe schonen will, der sollte sich dieses Teil zulegen. 6 Euro sind gut investiert. Langzeittest habe ich jetzt natürlich noch nicht vorliegen, aber ganz ehrlich, für 6 Euro kann ich jetzt schon sagen, das Ding wird jetzt nicht nach 3 Tagen abfallen und ja, ist eine gute Sache. Kann man machen. Sollte es da irgendwelche technischen Probleme geben mit, dann werde ich dafür auch nochmal ein Video machen. Also wenn das mir jetzt nach 2 Stunden abfällt und das Gummi reißt oder was weiß ich, dann ja, dann lasse ich euch das natürlich sofort wissen. Also klar, aber bisher grünes Licht. So, jetzt geht's aber weiter. Barsche fangen. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr Fragen dazu habt, haut es mir in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da und ein Abo gerne, falls ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, eine Tightline am Wasser. Petri heil. Bis bald. Tschüss.